So, ich habe nach nicht so ganz langem Suchen die richtige Höhle gefunden. Von der Seeschauminsel. Wie gerade Schulinsel. Seeschauminsel befindet sich am Kanto. Ich habe meinen Morlord Blitz beigebracht. Meinen Voraus wollte ich das nicht beibringen. Wunder, dass Morlord das erlernen kann. So, ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht. Schon Item einsammeln. Doppelleben werde ich bestimmt gebrauchen. Nicht nur in der Liga. Ja, das ist die richtige Stelle. Den ansprechen. Die Silberflügel leuchtet hoch. Was uns erlaubt, da durchzugehen. So, hier ist so ein kleiner Eingang. Da gehen wir rein und da sehen wir ein großer Wasserfall. Nicht schon Item. Ja, und da wird Lugia auftauchen. Ich Idiot hat vergessen den Timer zu stellen, sehe ich gerade. Ich muss sagen, ich habe eine Minute schon verbraucht. Aber ich werde eh gleich das Video abbrechen müssen, weil ich möchte nämlich den ganzen Kampf von Lugia von Anfang an auf ein Video haben. Also nachdem Lugia aufgetaucht ist, werde ich das Video erstmal beenden und dann den nächsten Part weitermachen. Also wir gehen jetzt hier den Weg hier runter, setzen nochmal Schutz sein. Weil ich habe keinen Bock gegen wilde Pokémon anzureden. Zubat sind ja meistens hier oder so. So, wir gehen hier rein. Wir sehen die Kimono Girls. Auch wenn wir gegen Ho-Oh antreten müssen, sind sie auch oben. Die Klarglocke leuchtet auf und ich bin jetzt mal ganz kurz still. Kleiner Lag, aber es ist auch nur wegen dem Emulator. Wie es der Zufall so will, sind auch hier ein paar Klarglocken aufgehängt, wie am Zündturm. Leider ist diese Sequenz, die in bei Ho-Oh erscheint, in Soul Silver leider nicht zu sehen, wenn wir gegen Ho-Oh kämpfen, aber das ist nicht so tragisch, denn es gibt ja nicht umsonst zwei Editionen, die man sich auch kaufen muss, wenn es nach Nintendo ginge. Ja, da vorne ist Ho-Oh. Ich werde direkt vor Ho-Oh speichern. Denn, ich habe es ja gerade gesagt, ich werde hier das Video beenden. Und dann den nächsten Kampf mit dem Kampf anfangen. Den nächsten Teil ist mit dem Kampf anfangen, so wollte ich das sagen. Okay, dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder mit dem Kampf gegen Ho-Oh.